is how the story begins. Moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Ich habe absolut jegliche Art von Kosten, aber dafür keine Mühe gescheut, dieses kleine Tutorial herzustellen. Es richtet sich vor allem an Neueinsteiger, an Gelegenheitsgamer, an all die Leute, die Bock haben, zum Beispiel am Wochenende mal ein bisschen Formel 1 zu zocken und nicht unbedingt ihre Zeit damit verbringen wollen, an irgendwelchen Setups rumzubasteln und für jede Strecke irgendwie das optimalste Setup rauszufinden. Leider bietet uns das Spiel ja nun nur diese Default-Setups, diese fünf Varianten, die ja nur mäßigen Erfolg bringen. Und auch bei den Controller-Einstellungen, auch bei den Kameraoptionen, da kann man noch einiges verändern, um da noch einiges rauszuholen. Ich habe das ganze Ding hier deshalb mal in drei Teile aufgegliedert. Zuerst möchte ich euch drei vorgefertigte Fahrzeugeinstellungen zeigen, danach meine Controller-Kalibrierung und zum Schluss noch eine coole Kameraeinstellung. Bei den Setups handelt es sich um eine schnelle Variante, eine ausgewogene Variante und eine Variante mit viel Abtrieb. Also für jede Strecke eigentlich was dabei. Jede der drei Einstellungen hat so bestimmte Variablen. Also so ein paar Punkte, die man dann noch letztendlich für die jeweilige Strecke, die man fährt, nochmal ein bisschen feintunen kann. Ja, die Pro-Gamer werden jetzt sagen so, oh mein Gott, ne, ja, wir machen das aber so und so und so und so, aber ich denke mal so, jetzt mein Beispiel, ich habe jetzt nicht unbedingt Zeit, stundenlang da vor der Konsole rumzuhängen und fahre das Ganze ohne Fahrhilfen und habe da eher so was gesucht, dass ich das Auto gut handeln kann und mir bei so einem 50% Rennen da nicht in der 2-Runden-Verschluss da irgendwie die Karre da zu klump geht, weil ich einfach einen Fehler mache, weil das Auto einfach zu unsicher fährt oder keine Ahnung. Ja, der optimale Weg ist natürlich das, was die Pros machen, was man auch hier bei YouTube so sieht und verfolgt. Und es gibt ja nun Leute auch wie uns, ich hoffe mal, ich spreche da einige von euch auch an, die da nicht mithalten können und nicht unbedingt die KI auf 110 haben und da locker mitfahren, sondern man muss halt immer mal ein bisschen kämpfen. Es ist eine tolle Herausforderung, ohne Fahrhilfen zu fahren, ganz klar, aber dafür muss man auch schon mit den richtigen Setups bewaffnet sein. Ich selbst benutze diese drei Setups nur. Und ich erziele damit wirklich tolles Handling, tolles Fahrgefühl, macht echt Spaß zu zocken. Ich würde sagen, ich gebe euch diese drei Setups jetzt mal durch, speichert sie ein, probiert sie aus und zu den Variablen und dem, was ich dann noch zu sagen habe, kommen wir dann gleich. We'll be right back.
Kommen wir jetzt zu den Setup-Variablen. Als Beispiel nehme ich jetzt mal Setup 2. Das Ganze hier ist auf alle drei umzusetzen. Wir können den Wert jeweils oder beide Werte vorne und hinten jeweils um einen Klick nach links oder rechts verändern, um somit noch ein bisschen fein zu tunen. Müssen aber beachten, dass wir dann auch an der Radaufhängung mitgehen. Das heißt, die Federhätte lassen wir so, die sind eigentlich gut abgestimmt. Es geht da um die Stabis und die Bodenfreiheit. In den Defaults ist die Bodenfreiheit und die Stabis ist das eher identisch. Ich habe das jetzt so verändert hier, dass wir immer den Mittelwert nehmen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal einstellen auf eine 7er Frontboden- und Heckbodenfreiheit, dann haben wir die Stabis bei 8 und 6. Können etwas leichter einlenken und das Heck bricht nicht so leicht aus. Also auch, merkt man wirklich nur minimal. Das wäre dann so die Einstellung. Das Ganze kann man dann, wenn wir es zurückbauen, sind wir wieder bei 7 und 5 bei den Stabis und bei 6 und 6 von der Höhe, Fahrzeughöhe. Der Reifendruck ist etwas niedriger angesetzt. Den Aufbau der Radaufhängung würde ich so lassen. Das hat viel mit Reifenabnutzung zu tun, genau wie bei der Transmission. Eher niedrig. Man kann Autos, die Dreher leichter abfangen und die Reifenabnutzung macht sich so vor allem bei 50% drin wirklich erheblich bemerkbar. Ist halt ein Gewohnheitsding. Bremsdruck und Vorderkraftbremsverteilung, das würde ich alles so lassen, wie wir es hier eingestellt haben und wirklich nur an den einzelnen Punkten da so ein bisschen was ändern. Der passt eigentlich ganz gut. Zusammenfassend können wir also sagen, dass wir, glaube ich, mit diesen drei Setup-Varianten ganz gut aufgestellt sind. Wir haben ja die Einstellmöglichkeit auf dieser Leiste 1 bis 11, wobei 6 die Mitte ist. Darauf basiert ja eigentlich jede Einstellung, die wir da im Setup-Menü vornehmen können. Und wenn wir jetzt das Beispiel wie eben nehmen, Setup 2, also das Ausgewogene, die ausgewogene Geschichte, und wir justieren zum Beispiel nach links, dann gehen wir mehr in Richtung höhere Geschwindigkeit, Richtung Setup 1. Gehen wir mehr nach rechts, dann gehen wir halt mehr auf Abtrieb, Richtung Setup 3. Und nehmen wir jetzt das Setup 1 und justieren es nach rechts, dann gehen wir mehr Richtung Setup 2, also etwas mehr Abtrieb anstatt höhere Geschwindigkeit. Was natürlich bei diesem Feinjustieren wirklich nur minimale Unterschiede macht. Also die Abstände, die habe ich schon mit Absicht so gewählt, von 1 bis 3, dass man da auch wirklich merklichen Unterschied hat. Als nächstes würde ich jetzt gerne zu der Controller-Kalibrierung kommen. Die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das hier ist natürlich auch wieder so ein Gefühlsding. Ich habe allgemein aus den Optionen etwas Schärfe rausgenommen, etwas Empfindlichkeit rausgenommen, um halt die Fehleranfälligkeit ein bisschen zu minimieren. Ist natürlich Geschmackssache, probiert die Werte mal aus. Ihr werdet wahrscheinlich eh noch ein bisschen selber dran rumfeilen. Kommen wir zum letzten Punkt, die Kameraoption. Hier habe ich mir die seitlich versetzte TV-Kamera genommen, diese zentriert und an den anderen Einstellungsmöglichkeiten mir das Bild so geschaffen, dass ich den Frontspoiler sehen kann, um nach vorne hin alles zu überblicken. Der Unterschied ist gut zu erkennen. Hier haben wir die Standardvariante, also die Standard-TV-Kamera. Und hier die veränderte Variante, also die seitlich versetzte, zentriert. Das Ganze habe ich mal auf dem YouTube-Channel von Patrick F1 Gaming gesehen und so übernommen. Lohnt sich auch bei dem mal reinzugucken, der hat wirklich coole Videos. Wen ich auch noch weiterempfehlen kann, das ist Dave Gaming. Der ist ziemlich breit aufgestellt, was Rennspiele angeht und haut auch öfter mal richtig coole Livestreams raus. Kann euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit diesem Video und in den nächsten Tagen startet mein neues Karriereprojekt, was ich auch auf jeden Fall hier hochladen werde. Wenn ihr Bock habt, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Also, ciao Leute!